Willkommen zurück, Freunde der Nacht. Wir sind jetzt hier im kaputten Schloss und ich schau mal, ob ich den Typen noch sehen kann. Also ihr seht, es ist alles hinüber. Im letzten Part haben wir ja das böse Ich erfolgreich vernichtet. Also, es hat sich selbst vernichtet, indem es sehr elegant runtergesprungen ist. Sehr, sehr elegant. Sah wunderbar aus. Verschlossen. Ich komme also tatsächlich hier nirgendwo mehr rein. Obwohl der Heino, der genau in dem Raum ist, den Schlüssel noch haben dürfte. Und ich schaue jetzt mal nach, ob ich in der Stadt... Achso, warte mal. Ich wollte ja sowieso in die Stadt, weil ich bei Ron nämlich noch Zutaten kaufen wollte. Nachdem ich ja vom König mal aus der Portokasse 10.000 Gold bekommen habe. Und ich wollte schauen, ob hier waren nicht zwei Leute sogar da, die mir Zutaten verkauft haben. Bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Seltsamerweise komme ich in dieses Haus rein. War das schon das, wo der One drinne gewohnt hat? Nicht, dass der One weg ist, dann kann ich aber dem gar keine Zutaten mehr kaufen. Dann muss ich zwangsläufig ja nach Terrorfels. Ich bin jetzt in Karsturm und ich müsste nach Terrorfels. Nee, das war nicht die Hütte, weil da war oben rechts nicht der Geheimraum. Und da ist aber, glaube ich... Da ist eine Oma, die mir irgendwas verkauft, aber keine Zutaten, weil die Zutaten waren in einer anderen Stadt. Ich weiß es nicht mehr. Um Gottes Willen. Ah. Ja gut, Hundekuchen, ne? Ich achte ja darauf, dass mein Hund nicht drauf geht. Habe ich eigentlich... Verhalten habe ich noch nicht wieder runtergestellt. Schrecklich. Ich bin ein schrecklicher Mensch. So. Hier hinter ging es nirgendwo mehr hin. Ah, ist klar. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Ich muss, glaube ich, wieder durch die Kanalisation, um zurückzukommen. Hier komme ich aber hinten rein. Da habe ich aber alles schon. Stimmt, da war das Amulett des Charon und so. Ich hoffe, ich finde den One noch. Der hat nämlich relativ preisgünstig seine Zutaten mir verkauft. Das wäre Panne, wenn der da... Der ist tatsächlich noch da. Ich verkaufe die besten Rüstungen und Waren. Du wirst nirgendwo bessere Angebote finden. Sachen kaufen. Schau mal. Zeig mir mal meine Titankronen. Der verkauft ja nur Scheiße. Der verkauft ja echt nur Scheiße. Und der kümmert sich jetzt auch hier um... Nee, der hier kümmert sich noch um uns. Okay. Ach so, okay. Habe ich den Schwefel damals nicht aufsammeln können. Und mich beschleicht leider das Gefühl, dass ich... nicht mehr finde. Kann das sein? Dann müsste ich tatsächlich mal schauen, ob der in der anderen Stadt ist oder ob ich da nur von der einen Oma jetzt kaufen kann. Das ist ja doof. Aber hier ist, glaube ich, die Abkürzung, dass ich in die Kanalisation komme. Ja, gut. Also hier ist tatsächlich nichts mehr. Jetzt dürfte hier auch der Weg links noch verbarrikadiert sein, wenn ich mich nicht irre. Komm, komm. Tatsache. Alles zu. Aber ich komme natürlich hier noch runter, damit ich dazu nicht noch in die Truhen rankommen würde. Aber das brauche ich jetzt überhaupt nicht. Okay. Ja gut, dann gehe ich mal ins Schloss, ne? Nein, die Abkürzung ist zu. Oder war die hier oben? Ne, die war schon da unten. Ach, es ist dreckig. Jetzt muss ich tatsächlich den ganzen Weg wieder hochrennen. Ihhh. Schneller Hundewuff. Also so geht's eigentlich von der Geschwindigkeit her. Ja, ja. Immer dieses stotternde Rennen. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich rennen will oder nicht. Ja. Oh Gott, das dauert so lange. Schade, dass der One nicht mit. Ich hoffe, der ist im anderen. Ich will nicht nur bei der Oma kaufen, die hat eh nicht alle Zutaten, die ich haben möchte. Die Kanalisation ist verschlossen. Ernsthaft jetzt? Was? Es ist ungerecht. Du machst einmal Mist und schon musst du wieder die Toiletten bewachen. Das stinkt mir gewaltig. Riechst du es auch? Was? Was? Ich bin so einsam, seufzt. Ich wünschte Dumbo, mein Bruder wäre da. Ich wurde strafversetzt. Du musst wieder die Toiletten bewachen. Tja, traurig. Wer bist du?
weiß nicht, wer das ist. Ist das der Typ aus der Kanalisation? Und wieso komme ich nicht mehr in die Kanalisation? Aber vielleicht komme ich ja... Doch, ich müsste ja jetzt über Schachbrett drüber kommen. Aber... Na, ich muss doch zu Nierenfels, oder nicht? Ist der nicht mehr in der Kanalisation? Ich schaue jetzt mal, ob ich in die Kanalisation komme. Ich dachte, ich müsste zu Nierenfels und mit dem dann zurück. Das ist mehr als komisch. Okay, also ich komme scheinbar noch in die Kanalisation. Und jetzt... Ich komme nicht in die Kanalisation. Alles klar, die hat ja gut was kaputt gemacht, die olle Gundela, böses Ich-Typin. Oh! Da hat sich seit langem mal wieder das Spiel aufgehangen. Damit meine ich wirklich seit langem. Okay, Load Game Position, Slot 1. Okay, dann sind wir jetzt halt wieder hier. Ich pfeife jetzt einfach mal auf die drei Schwefel. Ich habe jetzt halt Glück, dass ich nicht weit weg war. Ey, ich kann echt froh sein, dass sich das Spiel so lange nicht mehr aufgehangen hat. Jetzt überlegt mal, wie viele Parts ich jetzt schon aufgenommen habe. Und keiner der letzten Parts, die in den letzten Tagen online gekommen sind, hat sich das Spiel einmal aufgehangen. Allerdings bin ich jetzt auch in meiner Theorie entkräftet, dass OBS dafür sorgt, dass ich in Ruhe aufnehmen kann. So, hier unten musste ich durch, genau. Egal, ich gehe jetzt einfach mal weiter davon aus und sollte es nicht so sein, dass ich irgendwann mal auf die Fresse fliege mit meinen Aufnahmen, dann sei es halt so. Okay. So, dann können wir ja weiter mal mit den Lanzenattacken spammen. Ich will die immer noch auf Level 5 mal sehen. Du bist... Achso, ich hab... Ja, stimmt ja. Ich, so. Okay. Ja, ja und... Cool. Aber kann ich leider nichts aufnehmen. Warte mal. Ach, cool. Habe ich getroffen. Ist ja schon mal ganz nett. Kann ich dich auch Suchtblatt machen? Ach, ach, ich bin ja so glücklich. Ich bin so froh, dass ich hier schon alles aufgesammelt habe. Komm, finde ich noch einen zweiten? Ach, das sind sogar insgesamt drei mit unterwegs, wenn ich das... Nee, kann es nicht. Schön. Schön, 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 schön. Verschwende ich das noch an dich? Ja, natürlich. Toll. Oh, ich habe Level 30. Ja, ne, ist mir egal. Gynokonik. Aber die Lanzenattacke ist noch nicht auf Level 5. Dann schauen wir doch mal, wie viel sie noch braucht. Falsche Richtung. Zap. Habe ich eigentlich die bessere Ausrüstung mir ausgerüstet? Müssen wir nachschauen. Lanzenattacke. Nur noch dreimal. Nee, viermal muss ich sie einsetzen. Ja, das ist die beste Ausrüstung, die ich momentan tragen kann. Schauen wir mal, wie es unserem jungen, alten Freund hier unten geht, der uns die Gigakraftformel gegeben hat. Obala. Hello? Bist du wieder... Oh, er ist wieder jung. Hallo, ich bin Wolfi, der süßeste Boy in Terrorfels. Ah, ich bin also ein Terrorfels. Am liebsten spiele ich mit Pummel. Ich arbeite an einer Formel, die Dinge älter macht. Ich könnte es dir erklären, aber du würdest es sicher nicht verstehen. Willst du andere Formeln auswählen? Nö. Genau, das sagt er nämlich die ganze Zeit und ich weiß nicht, wann der Zeitpunkt kommt, dass man die nochmal um die Formel spielen kann. Das kann sein, dass man das erst machen kann, wenn man dann einmal komplett das Gebiet verlassen hat. So. Weißt du was? Oh! Warum auch immer in so einer Ratte Öl ist, aber pff, ist nicht mein Schloss. Komm, ich will die Lanzenattacke noch auf Level 5 haben. Das wird dann so ein Freudenfest im nächsten Abschnitt. Na? Keine drei Ratten? Egal, so. Hä? Immer noch nicht? Ah, doch. Sehr nice.
Lanzenattacke hat Level 5 erreicht. So, was sagst du denn? Die Königin betreibt eine liberalere Politik als ihr böses Ich. Das ist sicherlich gut. Denn nun haben die Leute wieder Vertrauen. Die Leute hatten also vorher nicht Vertrauen und wussten, dass es das böse Ich ist? Stimmt, ich habe hier die Wohnung ja noch gar nicht geplündert. Vor fast jedem Haus waren ja die Fässer. Also macht sogar Sinn, hier einfach mal in die Stadt zu gehen. Ihr seid doch alle bescheuert. Aber hier, das ist mit dem Fake-König. Vor kurzem hielt ich mich noch für den König, doch jetzt geht es mir schon besser. Trotzdem, es war keine schlechte Zeit. Aha! Ist dann hier One drin? Kann das sein? Kann das möglich sein? Nein. Da ist der komische Junge drin. Der komische Junge, sage ich schon. Aber in dem anderen Raum, da konnte ich ja auch jederzeit durch, auch wenn ich die Truhen geöffnet habe. Ja, und der ist jetzt halt gefangen. Sehr bedauerlich. Man weiß ja, ich trauere Kindern immer nach. Okay, ich glaube, die Frau war hier oben drin, oder was? Wo war denn die? Ah, die war hier oben drin. Hallo, gutste Dame. Du hast unsere Stadt gerettet. Du bist ein toller Typ. Du solltest bei Mann um Mann mitspielen. Ich glaube, ich war noch nie in der Stadt hier wieder drin. Nachdem ich... Wow, die alte Dame sieht gruselig aus. Nachdem ich mal hier alle gerettet habe. Waren die Pilze nicht vorher teurer? Nein, ich weiß nicht. So, 86. Dann haben wir hier mal mit 85 voll. Nein, nicht mehr. Nein. Wasser nochmal und... Pilze. Ich brauche zwar Pilze momentan überhaupt nicht, aber ich weiß nicht, was noch für Formeln auf mich zukommen. Da will ich lieber vorbereitet sein. Und das Eisenerz könnte ich ja eigentlich auch bei Gallenstein kaufen, aber warum, wenn ich auch hier dran komme? So, jetzt muss ich mal schauen. Tatsache, hier sind die Truhen alle wieder voll. 3 Tropfen Ethanol gefunden. So. Ron, bist du hier? Ja, ist er doch. Möchtest du Formeln auswählen? Nein, aber Zutaten möchte ich kaufen. Das ist sehr nett von dir. Komm, einmal Asche noch. Wachs möchte ich noch kaufen. Ethanol brauche ich nicht. Oh, Kristall, 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 Kristall. Ja, das reicht schon. Schwefel habe ich. Sehr nice. Jo. Naja, gut. Ich werde definitiv auch so noch ein paar Zutaten finden. Aber dann kann ich jetzt wieder mit Formeln um mich schmeißen wie ein gestörter Zirkusaffe. Bin am Überlegen, ob ich die Folge vielleicht ein bisschen länger mache für den verpatzten ersten Teil. Aber normalerweise habt ihr ja nichts verpasst. Beziehungsweise habt ihr keinen Nachteil daraus. Wow, 5-mal Eisenerz. Die geizen ja nicht mal mit Zutaten. Ich glaube, ich hätte zuerst die Zutaten einsammeln sollen und dann einkaufen. Wachs und Asche. Na gut, zur Not kann ich ja mein Energieschild einfach mal hier drin zaubern. Aber ich glaube, ich hätte das Lehm auch günstiger noch bekommen können. Ach stimmt, vielleicht verkauft ihr jetzt ja nochmal neue Ausrüstung. Das Geschäft müsste jetzt wieder laufen, ne? Hallo? Hallo Kleiner, schön dich wiederzusehen. Wie kann ich dir helfen? Lass mal einkaufen. Ne, lass mal auch nicht einkaufen. Gut, das Geschäft scheint zwar besser zu gehen, aber sein Angebot ist nicht viel wirklich besser. Und er betreibt immer noch beides alleine. Okay. Kann man machen. Hallo Juri. Was scharwenzelst du denn jetzt schon wieder um mich herum? So, ich möchte hier an die Truhen. Oh yeah, Truhe, Truhe, Truhe. Ich kann die Truhe nicht öffnen. Ich kann die Truhe ernsthaft nicht öffnen. Hä? Die kann ich öffnen? Das ist sehr eigenartig. Verbraten wir mal einfach ein paar Wurzeln, bringen dadurch den Kraftdauer noch ein bisschen höher. Ja, mal wie viele Wurzeln sind denn da drin? 7? Aber wieso kann ich die Truhe hier nicht öffnen? Ein Bug! Nein! Na ja, gut, dann halt nicht. Ich glaube, dieser Part wird heißen... Looten in Terrorfels.
Und es wird genau das sein, was der Titel verspricht. So kann ich das hier öffnen. Anitamin? Ah, gut. 10 Kristalle. Nice. Okay, dann haben wir die Bude noch. Ey, vielleicht verkaufen die ja unten an den Buden was Neues. 4 Stücke Wachs, auch nicht schlecht. Ich habe genug Ethanol, das glaube ich nicht. Dann kann ich ja meine Gigakraft wenigstens mal hochbringen. Es hört sich ein bisschen an, als würde man ein Feuerwerk zünden. 2 Tropfen Ethanol, sehr schön. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bin am Überlegen, ernsthaft am Überlegen, ob ich meine Formeln aufwerte vom letzten Kampf. Wobei das ja noch ewig lang hin ist. Ewig lang hin in Anführungsstrichen. Mit einem Komma. Ich habe genug Honig. Nee, Honig verbrauche ich jetzt nicht. Ach, eine Eichel. Hat die Frau bestimmt den Mann abgeschnitten. Aua. Ich sollte mit meinen Witzen hier vorsichtig sein in diesem Spiel. Da weiß man nie. Das ist das Mittelalter. Da haben sie alles gemacht. Du verkaufst nach wie vor Rosenwasser? Ja, du verkaufst nach wie vor Rosenwasser. Nein, weg da. Danke. Du verkaufst nach wie vor nichts. Alles klar. Du verkaufst nach wie vor auch nichts. Du tauscht immer noch nur andere Währungseinheiten? Nein. Der hier weiß ich gar nicht mehr. Die beste Munition für... Die Bazooka sind Bazooka-Granaten? Hä? Alles klar. Gott, ja, kann man machen. Ich bin verwirrt, ich bin ernsthaft verwirrt. Ich hätte nicht gedacht, Perlen, nein, brauche ich auch momentan nicht. Der verkauft mir Bazooka-Granaten? Das wusste ich gar nicht. Mir fällt somit tatsächlich auf, dass ich, nachdem ich die Königin, das böse Ich da besiegt habe, nie hier in der Stadt wieder war. Verkauft der eiskalt Bazooka-Granaten? Wie geil ist das denn? Das Beste kommt halt wie immer zum Schluss, ne? Bei Gallenstein kaufe ich dann auch noch ein paar Zutaten. Dann weiß ich nur nicht... Ja gut, ich will jetzt nicht so viel verraten, aber ich... Es wird ab der nächsten Folge wird es recht interessant. Oh. Schon wieder dieselbe Treppe. Sie sieht genau gleich aus. Tja, aber die, an den Blumen haben sie keine Freude. Ehe sie die wieder alle hergerichtet haben, das wird dauern. Oh, also für die nächsten Endgegner bin ich echt gut gerüstet. Also da mit den Formeln, bei der Menge, die ich habe... Da will ich mir selbst nicht mein Feind sein. Ganz ehrlich. So, Leute, dann machen wir hier mal kurz den Aufnahmestopp, bevor wir wieder der lieben Gunilla einen Besuch abstatten. Und wir sehen uns ganz einfach im nächsten Part wieder. Bis morgen. Ciao, ciao.